Hallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen Super Metroid. Gerade sind wir wieder in Post-Commentary Headquarters, denn ich habe zwischen den Parts ein bisschen mein Arsenal aufgestockt. Und zwar habe ich insgesamt Energy Tanks und andere Sachen gefunden. Ich habe das hier kurz zusammengeschnitten, damit ihr ja nichts verpasst. Das hat ziemlich lange gedauert. Aber ich hoffe, damit können wir ein bisschen leichter haben, den Kampf gegen Ridley jetzt. Insgesamt habe ich wie viel gefunden? Ich habe einen Move gefunden. Insgesamt, wie viele? Eine Menge Energy Tanks. Ich glaube, uns fehlt nur noch einer jetzt. Also wir haben unsere Energieleiste komplett verdoppelt. Und dann noch, ich glaube, 2 oder 3 Supermissiles. 3 oder 4 normale Missile-Container. Eine Superbombe. Also, es hat sich gelohnt und wir sind jetzt bis zu den Zähnen bewaffnet. Aber erstmal hier natürlich die epischen Zusammenschnitte. Gerade in Criteria, ziemlich fies versteckt, finde ich schon mal. Ein Energy Tank ganz oben. Ich habe keine Ahnung, wie man den finden sollte, aber gut, irgendwie. Irgendjemand wird es gefunden haben und hat es dann verbreitet im Internet. Na gut, ein Energy Tank, das ist der erste. Und damit bricht sogar unsere zweite Leiste an Energie an. Der nächste, auch in Criteria. Ganz am Anfang waren wir ja schon mal so in der Nähe hier, ne? Ist das überhaupt Criteria? Oder ist das Brinstar? Ich glaube, das ist Criteria. Eine Powerbombe. Oh, okay. Dann war hier schon direkt die Powerbombe. Also, ich habe das am anderen Tag aufgenommen, als wie ich es jetzt Post-Commentary kommentiere. Deswegen, keine Ahnung, vielleicht sind da manche Sachen drin, die sich komisch anhören jetzt, ne? Ich weiß natürlich nicht mehr, was genau passiert. Hier oben ist die epische Schleuse, die wir öffnen müssen, was im Endeffekt gar keinen Sinn hat, weil wir erst die Gegner töten müssen, aber das weiß ich natürlich im Vorhinein noch nicht. Aber jetzt sehe ich, oh nein, die Türe ist ja geschlossen. Okay. Also eben nochmal alle Gegner hier plätten und dann können wir auch weiter. Und mir fällt gerade auf, dass ich gar keinen Ingame-Sound hier habe. Na toll, muss ich mal gucken, ob ich da anderen lustigen Sound drunter lege oder ob ich einfach nur meine Stimme da lasse. Ein Energy Tank, sehr geil. So, weiter geht es dann im gleichen Gebiet, glaube ich, sogar noch. Ja, sieht ziemlich ähnlich aus. Das war auch ziemlich fies, da war schon ein Upgrade. Und wer soll darauf kommen, dass es da noch weitergeht? Mit einer Powerbombe kann man sich den Eingang zu der Röhre erschließen und hier unten tatsächlich noch weitergehen. Und hier was Geiles einsammeln, ich weiß nicht was. Wahrscheinlich einen Energy Tank. Ach ja, eine Sache habe ich noch gefunden, und zwar Reserve-Tanks. Ich glaube, 2 Reserve-Tanks habe ich gefunden, die ja so funktionieren wie die Feen in Legend of Zelda. Aber hier ist ein Energy-Tank. Sehr geile Sache. Ja, ich war ja kurz davor, nach dem letzten Part das Let's Play schon abzubrechen, weil ich so am Abkotzen war, wegen diesem scheiß Ridley. Aber ich habe versucht, ich gebe ihm noch eine Chance. Und zwar, wenn ich mit voll ausgerüstetem Arsenal zu ihm hingehe. Mal gucken, vielleicht läuft es dann ja besser. Also in diesem Part sind wir gespannt. Übrigens, diese Aufholaktion mit diesen Power-Ups, wer vorspulen möchte, kann das gerne tun. Es geht weiter bei ungefähr 8,5 Minuten. Bei 8,5 Minuten ist die Aufholaktion hier beendet. Ich sehe das natürlich gerade schon, weil ich die Timeline schon so weit zurechtgeschnitten habe. Aber gut. Zum Glück haben wir den Space Jump. Damit ist es uns nämlich möglich, dieses Dings hier zu bekommen. Diesen Energy Tank. Das wäre sonst... Ja, okay, es wäre vielleicht möglich gewesen mit Wall Jumps und dem Grappling Beam. Aber mit dem Space Jump ist es doch um einiges leichter, ne? In diesem Raum gibt es übrigens auch noch ein Missile-Dingsens. Das sammle ich gleich auch noch im Anschluss ein. Ein Missile-Container! Erstmal den Energy Tank. Man muss immer warten, bis dieser Soundeffekt ausgelaufen ist von dem Ding. Deswegen steht das da so lange immer. So, und hier unten ist direkt der Missile-Container. Wunderbar! Weiter geht's dann, glaube ich, in Meridia, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Hier oben, das war so ein Ding, wo man... So ein Grappling-Beam-Ding, was aber zusammengebrochen ist, wenn man zu lange dran hing, weil Samus so fett ist. Zu viel bei McDonald's gewesen wahrscheinlich. Ja, und da dachte ich mir, was ist denn da drüber? Und es geht tatsächlich hier nach oben. Autsch. Mit epischen Gegnern. Leuchtviechern sind das doch, oder? Irgendwelche Moskitos, die uns hier zerstochen haben. Aber gut, mit einem Walljump kommen wir wieder ganz einfach hoch. Ich glaube, das hier ist sogar der Ort von dem Move, ne? Von dem geheimen Move, den ich gefunden habe. Ich glaube schon. Den braucht man auch für ein paar Sachen, die ich im Anschluss noch finde. Ich glaube, das hier ist der Move. Das ist ja tatsächlich, oder?
Ich bin mir gerade unsicher. Dieser Kollege, den müssen wir natürlich, den dürfen wir nicht töten, das ist wichtig. Denn er hilft uns hier durch den Raum zu kommen. Ich glaube, ich hätte das vielleicht sogar auf höherer Geschwindigkeit abspielen sollen, oder? Weil das ist ja voll langweilig so. Ich weiß gar nicht, was ich labern soll die ganze Zeit. Na, mit der Powerbombe können wir da nämlich das Ding wegmachen. Und das Sand, da kommen wir aber so nicht durch. Sondern er hier muss mit seinem heftigen Schaufeln des Todes das machen. Ja, und das dauert ziemlich lange. Langweilig. Da. Ja, ich sollte nicht singen. Am Ende lege ich hier irgendwelche Musik drunter, die dem überhaupt nicht entspricht. Und das wäre dann ziemlich blöd. Vielleicht finde ich ja ein geiles Lied aus Super Metroid, was extrem episch und passend ist, was man darunter legen kann. Vielleicht, ja, vielleicht. Wir werden sehen. Ja, dieser Typ hier ist ziemlich langsam. Das ist ja echt ekelhaft. Aber wir brauchen ihn. Ohne den kommen wir da nicht durch. Weder Powerbomben können den Sand wegmachen, noch Missiles, noch normale Bomben, auch der Space Jump nicht. Aber jetzt hat er seinen Sinn erfüllt und wir können ihn töten. Und ich glaube nicht, oder? Doch, ich glaube, das ist das, wo es den Move gibt, ja. Hier gibt es den Move. Die neue Fähigkeit, die ich für Samus Aran gelernt habe, die gibt es hier zu finden. Es ist nämlich ein Upgrade für den Morph Ball. Damit können wir jetzt viel besser als Morph Ball ja, hin und her navigieren. Das finde ich ganz geil eigentlich. Eine super Sache ist das, finde ich. Jetzt können wir nämlich als Morph Ball auch springen. Der Spring Ball. Cool. Also der Frühlingsball. Ne? Spring heißt ja Frühling. Tada, erstmal demonstriert. Und weiter geht es mit dem nächsten Energy Tank. Den haben wir ja schon gesehen. Es ist möglich, den einzusammeln, wenn man in der Luft sich zu einem Ball zusammenrollt. Aber viel einfacher ist es, wenn man den Spring Ball hätte. Und dann kann man direkt so da reinrollen. Also kein Problem, den so einzusammeln. Das ist nett. Cool, das nächste Dingsens befindet sich im Geisterschiff. Yay. Ich erinnere mich. Eigentlich braucht man dafür gar nicht den Space Jump. Sondern mit Grappling Beam sollte es auch möglich sein, diesen Energy Tank einzusammeln. Aber mit Space Jump ist es natürlich eine Nummer einfacher. Ziemlich geil. So, das nächste Ding befindet sich, glaube ich, in Norfair. Ich glaube, das ist Norfair. Hier wieder voll fies. Da gab es schon ein Upgrade in dem Raum. Aber wenn man einen Raum weitergeht, gibt es direkt noch eins. Wie fies ist das? Man muss sich nur über die Lava hier jumpen. Es gibt sogar zwei Upgrades in diesem Raum. Das andere super fies versteckt. Oh, ein Reserve Tank. Okay, die Energy Tanks sind wir soweit dann durch. Ein Reserve Tank kommt noch, ein Missile Dingsens und dann noch ein Reserve Tank, glaube ich. Missiles direkt hier unten. Voll fies versteckt! Alter! Wer soll darauf kommen? Ernsthaft. Aber gut, wir haben jetzt fast doppelt so viel Lebensenergie wie vorher. Und vielleicht sollte es damit gelingen, Ridley endlich mal das Wasser zu reichen. So, das letzte Item, was uns noch fehlt, das letzte Upgrade ist im Geisterschiff. Und zwar bei den wandelnden Mülleimern. Oder? Auf dem Laufband, ja, Fitnessstudio, wandelnde Mülleimer, was es alles so gibt hier, ne? Alles in einem wunderschönen Geisterschiff. Und was befindet sich hier genau? Ich glaube, Supermissiles. Kann mich aber auch täuschen. Es sind Supermissiles. Okay, cool. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder im Echtzeitspiel mit Ingame-Sound dann auch auf jeden Fall. Bis gleich! Hallöchen, Leute! Ja, gerade dieser epische Zusammenschnitt von allen Upgrades, die ich eingesammelt habe, zeigt, dass wir jetzt bis an die Zähne bewaffnet sind. Und wir versuchen es einfach nochmal gegen diesen epischen und hässlichen Gegner. Ridley ist es. Gegen den müssen wir nochmal kämpfen. Verdammt. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal sogar. Man weiß es nicht. So, erstmal hier öffnen. Und hier befindet sich der Kollege, nämlich dieser epische Idiot. Ich habe jetzt doppelt so viel Leben wie vorher. Vielleicht ist das gut. Vielleicht reicht das ja, um unser Glück nicht zu sehr zu strapazieren. So, mal gucken. Ich bin jetzt natürlich überhaupt nicht mehr drin. So, das ging doch gut los, ne? So. Okay, direkt eine versemmelt. Egal! Es kommen noch viele weitere, die ich versemmeln werde. Ich sehe das doch schon kommen. Aber mit dieser neuen Energie fühle ich mich ein bisschen sicherer zumindest. So, jetzt noch mal ein paar Schläge. Vielleicht schaffen wir es beim ersten Versuch jetzt. Das wäre natürlich das Nonplusultra. Aber ich glaube nicht, dass man das als ersten Versuch werden darf. Eigentlich ist es ja der achte Versuch, glaube ich, oder? Ich glaube, es ist der achte Versuch. Oh, Ridley!
Ich glaube, Ridley gibt es auch in jedem Metroid-Spiel, oder? Ich kann mich erinnern, dass es den auch in Metroid Fusion gab, was ja das einzige Metroid ist, was ich bis hierhin gespielt habe. Und gerade haue ich ziemlich viele Raketen, fällt mir so auf. Au, 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 au. Na, wo ist er jetzt hin? Da ist er. Er ist schon eine Stufe roter geworden. Das finde ich natürlich eine ganz coole Sache. Oh, man darf ihn nicht an den Schwanz treffen. Da ist er nämlich immun gegen Schaden, wie das so aussieht. Aua, Mann. Nein, ich habe doch nur noch 5 Super Missiles. Na toll, ich vergeige die hier volle Kanne. Das ist natürlich ziemlich doof. Gleich müssen wir mit normalen Missiles arbeiten. Jetzt nämlich. Ach man, jetzt komm, wechsel doch durch das Scheißmenü. So, jetzt sind wir auch bei dem Stand mit der Energie, wo ich die letzten Versuche gemacht habe. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht klappt es ja diesmal sogar wirklich. Ja, Wunschdenken, ich weiß. Aber man gibt ja nicht auf, nicht? Aufgeben ist das Letzte. Oh, das ist gerade eine gute Position, glaube ich. Da habe ich einiges gemacht an Schaden. Schöne Sache. Ich habe ja auch noch ein paar Reserve-Tanks auf Lager. Ich glaube insgesamt 3. Also falls ich abkacke mit meiner Energie, ist das nicht der automatische Tod. Ich kann noch ein paar Bonusversuche riskieren. So, sterb mal, du komischer Arsch. Oh Mann, wie viele Raketen muss man in den reinballern? Ey, das ist ja unglaublich. Oh! Geil! Yes! Ich bin sehr froh. Es hat tatsächlich geklappt. Ich habe Ridley besiegt. Yes! Gibt es hier nicht noch irgendwo ein geiles Upgrade? Oder war das in einem anderen Raum? Wahrscheinlich erst in einem anderen Raum. Na gut! So. Wir gehen einfach mal weiter hier unseres Weges. Es ist vollbracht. Ich habe Ridley besiegt. Ah, hier war's. Der letzte Energy Tank des Spieles. Und in der Mitte des Raumes sehen wir schon, das ist doch diese Fiole, in der wir den letzten Metroid hier hatten, oder? Was bedeutet das nur? Ich glaube, weiteres gibt es hier nicht zu finden. Ist er etwa ausgebrochen, der letzte Metroid? Wir müssen jetzt jedenfalls zurück dorthin, wo auf Criteria der Raum war mit den ganzen Boss-Statuen. Denn da können wir jetzt weiter. Die waren nämlich bisher nicht... Ja, da konnte man bisher nichts machen. Aber jetzt, wo wir alle Bosse des Spiels besiegt haben, können wir da weitergehen. Das ist sehr geil. Finde ich gut. Aber der Weg dahin ist natürlich ziemlich beschwerlich und lang. Aber okay. Ich bin froh, dass ich Ridley endlich geschafft habe. Und der ganze Aufwand mit dem Sammeln von den Items und Upgrades hat sich doch gelohnt, würde ich sagen. Oh, die Sachen hier nehme ich gerne nochmal mit. Man weiß ja nie. Obwohl, nee, das ist eigentlich Schwachsinn. Ich brauche die nicht mitnehmen, weil... Wir kommen ja sowieso bei unserem Raumschiff vorbei. Und da können wir ja sowieso kostenfrei alles aufladen. Wenn ich mich nicht irre. Da kann man Energie aufladen auf jeden Fall und speichern. Und ich glaube auch, dass man seine Munition aufladen kann. Ich bin mir ziemlich sicher. Kann mich auch täuschen, aber ich glaube, ich bin ziemlich sicher. Ja, das sollte eigentlich klappen. So. Hier mit diesen epischen Stachelfahrstühlen müssen wir uns nach oben kämpfen. Falls ihr mal ankommt hier. Na komm, du komischer Fahrstuhl. Warum kommt der nicht? Wieso kommt der scheiß Fahrstuhl nicht? Da oben. Ach so, okay. Ich war sowieso eine Ebene zu tief. Na gut. So, jetzt den ganzen Weg nochmal zurück, ey. Zum Glück habe ich noch eine Powerbombe. Das wäre jetzt nämlich ekelhaft sonst. Da würden wir nämlich niemals rauskommen. Ohne die Powerbombe. So, diese Kollegen haben gar keine Chance gegen unsere Screw-Attack. Aber jetzt müssen wir den ganzen Weg von Norfair zurück nach Criteria machen. Zu unserem Raumschiff. Aber gut, wenn wir Ridley besiegt haben, dann sollte das jetzt auch kein Problem mehr sein. So, wo geht's eigentlich lang? Ich glaube hier, oder? Ja, richtig. Schöne Sache. Oh ja, ein Speicherpunkt. Den muss ich auf jeden Fall benutzen. Oh Mann, wie froh bin ich über diesen Speicherpunkt. Ganz ehrlich, Leute. So, und speichern. Yes. Da, 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 da. Ich bin fast am Überlegen, den Part ein bisschen kürzer zu machen. Und dann würde ich jetzt sagen, ich cutte an dieser Stelle.
Wir haben ja doch endlich mal den Ridley besiegt. Das nächste Mal sehen wir uns wieder bei unserem Raumschiff. Ich gehe dahin, offscreen, lade mich auf, speichere da nochmal und dann gucken wir, wie es weitergeht bei Let's Play Super Metroid. Also, bis dann, Leute!